Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf TennoTV. Mein Name ist Mario und ich habe heute eine neue Umfrage für euch. In den letzten Tagen habe ich viel überlegt, was für ein Thema könnte ich euch denn nochmal stellen für eine Top-Liste. Und leider alles, was mir eingefallen ist, hatten wir schon. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ein großes Thema noch völlig fehlt, nämlich der Nintendo DS. Was sind eure Lieblingsspiele für Nintendos ersten Doppelbildschirm-Handheld? Ich finde, das passt gerade ganz gut in die Zeit, weil damals, als Nintendo den DS angekündigt hat, haben sie ja gesagt, der wird ihr drittes Standbein. Neben der Handheld-Reihe Game Boy und den Heimkonsolen wollen sie ein drittes Standbein aufbauen. Und in dem Moment, wo der DS ein Erfolg wurde, löste sich der Game Boy ganz, ganz schnell in Luft auf. Und jetzt mit der Switch machen sie gerade was Ähnliches. Sie bauen eine Heimkonsole, die auch Unterwegs-Funktionalitäten hat, die man mitnehmen kann. Sagen aber, das wird ihr zweites Standbein Heimkonsole neben dem 3DS bleiben. Ich glaube aber felsenfest daran, wenn die Switch ein Erfolg wird, dann ist der 3DS sowas von schnell von der Bildfläche verschwunden. Denn nur dann kann Nintendo sich auf eine Konsole konzentrieren und ihre Stärken voll ausspielen. Und deshalb finde ich, es passt perfekt in die Zeit, jetzt mal einen Rückblick auf den DS zu werfen. Schreibt uns in die Kommentare eure Top 5 DS-Lieblingsspiele. Das schließt ausdrücklich auch DSiWare ein. Den DSi meine ich damit auch. Habt ihr DSi-Spiele? Mir fallen spontan ein paar ein, die in meinen Top 5 wären. Dann mischt es einfach bunt durch. Also Retail und DSiWare ist gemeint. Nennt uns bitte die Top 5 Spiele. Und ganz wichtig, oder eine große Bitte von mir wäre, macht es mir zum Auswerten bitte leicht und schreibt vor Platz 1 eine 1 Punkt, vor Platz 2 eine 2 Punkt, vor Platz 3 eine 3 Punkt und so weiter. Denn um die zahlreichen Kommentare auszuwerten, habe ich ein kleines Tool geschrieben und das funktioniert nicht, wenn ihr einfach nur eine Liste schreibt. Und ich weiß dann auch nicht, fangt ihr mit Platz 5 an oder fangt ihr mit Platz 1 an. Nummeriert es bitte klar durch, was ist Platz 1 bis 5 und schreibt jedes bitte einfach in eine neue Zeile. Also erster Platz, Enter. Zweiter Platz, Enter. Das wäre spitzenmäßig, dann klappt nämlich die Auswertung super und wir können euch dann wahrscheinlich eine Top 10 schon in Kürze präsentieren. Ihr habt ab heute genau eine Woche Zeit, wie immer, um mitzumachen, die Top 5 einzureichen, eure Top 5 einzureichen. Wir machen daraus eine Top 10, kommentieren die wieder und hauen die euch dann in Kürze um die Ohren. Ich freue mich sehr drauf und bevor ich Tschüss sage, noch der Hinweis, dass es nicht die letzte Top-Liste, die wir dieses Jahr machen wollen. Wir haben noch ein Thema, da müssen wir allerdings noch ein bisschen warten, bis wir das machen können. Und deshalb diese nochmal als Zwischentop-Liste, weil das macht uns gerade großen Spaß und euch offensichtlich, sieht man an den Kommentaren, auch. Also, Top 5 DS-Spiele, eine Woche Zeit, ab jetzt. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mario.